Willkommen zurück zu einer neuen Folge Blasphemous mit Orospina. Okay. Was kann sie alles? Wir machen so keinen Schaden. Es geht. Contact Damage ist ein Problem. Das Ding ist relativ einfach auszuweichen. Au. Den habe ich nicht kommen sehen. Den kann man ganz gut punishen. Sie hat dezente Openings. Ah. Okay, zweite Phase. Oder ging es noch Soft Enrage? Okay. Musik wieder auch. Oh, damn it. Prozent. Das ist gar nicht mal so schlecht. Noch eine Heilung. Autsch. Prozent. Contact Damage ist das Schlimmste eigentlich schon fast an der ganzen Sache. Ansonsten geht das eigentlich ganz gut. Ich muss irgendwie gucken, dass ich jeweils einigermaßen die richtige Distanz habe. So, ansonsten ist die Frage, wie man hier am besten durchkommt. Ah, so schon mal nicht. Ja, ja, komm. Unskippable Cutscenes! Ich hasse dich, Spiel. Du bist so räudig. En garde. Nimm das Ding mit. Ja, da kriegt man immer Contact Damage. Vielleicht ist das besser. Einfacher so Schaden zu machen. Au. Au. Hey, jetzt habe ich die Moves gerade irgendwie überhaupt nicht im Griff. Tot. Ich glaube, Blitz ist relativ schwierig dahin zu kriegen. Aber muss irgendwie ohne gehen. Die sind relativ einfach. Das Problem ist, das machen wir hier. So war's. Ungefähr. Und 100% HP zum Boss zu kommen ist schon mal eine gute Sache. Ich verstehe nicht, warum sie die Cutscene nicht... Ach, das ist so beschissen. Okay. Contact Damage.
Erste Heilung verballert. Bin ich zu greedy oder was ist das Problem? Prozent. Die Musik ist nicht so geil hier. Was machen wir? Den Move? Letzte Heilung. Sehr losig jetzt hier in der zweiten. Nein. Was ist jetzt los? Autsch. Ungeil. Boah. Oh, da kommen sie zurück. Das ist der Chrysanta-Move. Aber geht. Grundsätzlich. Das ist nämlich genau, wie ich mit den Doppeldingern da umgehe. Das ist ein bisschen ein Problem. Ah, dammit! Kleine Pisser. Ja, ja. Ja, ja, ja. Verzieh dich. Meine Fresse. Jetzt geht's wieder hoch. Jetzt die erste Heilung verballert. Jetzt bin ich auch ein bisschen erwischt. Lass das! Ziemlich erwischt. Hält aber auch schon ganz schön viel aus. Den Move hasse ich, der kommt super schnell. Ja. Das war's. Eieiei. Ich finde den Bossfight eigentlich ziemlich nice, aber der, dass man die unüberspringbare Cutscene ist, super assi. Ich hoffe, das ist eine Ausnahme und nicht die Norm jetzt hier in dem Spiel. Das wäre sonst übelst kacke. Du kannst nichts tun. On guard. Glück gehabt. Ah! Ich
hasse den, das... Ich sehe den nicht kommen. Keine Ahnung, was man da tun kann. Den sieht man kommen. Aber den Uppercut nicht. Man sieht ihn nicht kommen! Ich weiß nicht, was ich dagegen tun kann. Ich sehe ihn einfach nicht kommen. So. Okay, das ist ein Versuch aus der Hölle. Letzte Heilung. Ja, sie hat mich wieder erwischt. Lass das. Damn it. Vielleicht sollte ich wieder den Charge-Angriff machen. Und dann einfach weg. Ich habe das Gefühl, das ist fast ein bisschen sicherer. Ich muss einfach auf den Contact-Damage gucken. Das ist da das Problem. Ich komme dann sehr nah an sie ran teilweise. Dann geht's ziemlich schnell Contact-Damage. Ei. Heftiger erster Boss. Beziehungsweise vielleicht wäre es gar nicht der erste. Ich habe keine Ahnung, ob man den als erstes machen sollte. Was halt. Glück gehabt. Ah! Sie erwischt mich trotzdem mit dem Ding. Wenn sie da am Rand steht, kann man sie ganz gut nutzen. Okay. Natürlich. Das hat Damage gemacht. Prozent. Eine Heilung. Wow. Okay. Ah. Voll in Connect Damage gerannt.
super schnell in dieser Phase. Ich habe keine HP mehr. Nein! Ah, Button Mashing. Ich habe nicht mehr genau gesehen, wie viel HP sie gehabt hat. Aber es war nicht mehr viel. Es war nicht mehr viel. Ich weiß nicht, ob das ein Enrage war und sie sich wieder beruhigt hat. Weil ich hatte das Gefühl, sie wurde dann wieder langsamer. Ah! Damn it, okay. Nochmal von vorne. So, greif mich an. Das war knapp, auf jeden Fall. Ja, ja. Ah, oh, damn it. Dachte, sie geht hoch. Macht sie sonst immer. What? Okay, das rein gar nichts. Ich dachte, ich hätte mehr HP gehabt. Liegen jetzt zwei Gräber da unten. Das wäre ein Vorteil, dann kann ich mich doppelt heilen. Oder ich nehme direkt beide mit auf, wenn ich eins, wenn ich das Ding berühre. Das könnte sein. Natürlich. Lass das. So langsam. Jedes Mal erwischt mich dieser blöde Uppercut. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun kann. Der ist viel zu schnell. Okay. Glück gehabt, jetzt ist sie... Ja. Am Ende... Meine Heilung. Ach, Scheiße, jetzt kommt das schon wieder. Einfach in der Mitte bleiben. Es sieht so aus, als würde das einigermaßen funktionieren. Damit. Letzte Heilung. Viel hat sie nicht mehr, aber ich auch nicht. Uhuhu.
Nein! Haben wir sie? Boah, war das knapp, ey. War das eine knappe Kiste? Ein kleines Strichchen HP haben wir noch. Sonst nichts. Vaira, och, Träume. Eieiei. War aber schon ein geiler Fight. Aber haben wir nichts anderes erwartet eigentlich? Be witness to this vigil before my final journey. I, Orospina, am the daughter of the looms of the mantle of gold and fine silver and scarlet and white. Eldest sister of the confraternity of embroiderers. Ancient secret of the needle and the thread. Where I go, naught shimmers with gold. And my graceful steel will never again adorn the air with its elegant silver calligraphy. Penitent one, you who come to witness the miracle, behold. Oje. Okay, das ist, vom Stil her passt das überhaupt nicht rein jetzt. So it was, zu cartoony. That a humble married couple, torn apart by their inability to conceive a child, entrusted themselves in their utter desperation to the miracle. A miracle whose light seemed to have gone out in all our hearts. For having long ceased to bathe us in its benevolent radiance, we believed it extinct. Die Cutscenes hätten sie rauslassen sollen, das passt überhaupt nicht zum Spiel. The golden caress of twilight invites me to close my eyes. Let the miracle cast open its black gates, so I might venture to where that terrible dream from which one never wakes awaits. Okay. Erster Boss wäre Geschichte. Zwei to go. Jetzt rumpelt der Controller wieder wie verrückt. Sie. Der Palast erdrückt die Statuen. Okay. Eins von drei. Oh. 800 Trände ab, bitte. So, was hast du Neues? Patient One, you have encountered one of the three regrets. The first part of the testimony of the birth has been revealed to you, and the eminent sculptor figure of the father has descended. Find the other two guardians. Ja, nichts einfacher als das. Penitent One, you have encountered one of the first part. Okay. Mehr hat sie nicht zu sagen. Und wir sind wieder hier. So. Erstmal heilen. Voller HP. Wir wissen immer noch nicht, wie wir hier durchkommen. Das war... Hier brauchten wir... Das war das, dieses Wurzelzeug. Glaube ich. Aber es sieht nicht so aus, als würde man hier erstmal weiterkommen. Ich denke, wir müssen... ich denke, das wird unser zweiter Stopp sein, die Turmkrone. Und dann, ja, mal gucken, wo der Weg uns weiterführt. Aber für diese Episode war es das erstmal. Ich denke, ich werde offscreen zu diesem Checkpoint gehen
Und gucken wir mal, wie wir von da aus weitermachen können. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Northgate.